Willkommen zu Partyschreck 08, dem plurimedial-diskursiven Projekt zu Sozialdemokratie und Europameisterschaft. Eröffnung gilt. Wir dürfen uns nicht durch die jetzige Kirchhoffruhe in Europa täuschen lassen. Das Kapital ist über den Rahmen des Nationalstaates hinausgewachsen. Es hat Monopole anstelle der Konkurrenz gestellt. Deshalb steht in der globalisierten Welt der Kampf um die Niederwerfung des Kapitals an der Tagesordnung. Und dieser Kampf muss in den Lichtspielhäusern und Fußballstadien geführt werden, als Revolution gegen das Kapital. UBS und Credit Suisse präsentieren Portrait of the Artist as a Young Man Swallowing the World. Wir danken dem Schauspielhaus für die performative Leihgabe. Versuchen auch Sie Ihr Glück. Treffen Sie den Künstler ins Allerheiligste. Werden auch Sie zum Topscorer of the Day. Eine Allegorie auf das System. Die Aristokratie? Sie bleibt unsichtbar. Der Glanz. Das Establishment. Die Masse. Der Exekuteur. Lokalhumor. Was heißt Sex auf Indisch? Anybody know? Der Inder, 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 Für den Einsatz der Polizei gilt die sogenannte 3D-Strategy. To me it just means treten, tasern, töten. Ich bin ein Italiener und arbeite in der Fabrik. Ich mache Stück für Stück mit meinem Familienclub. Krass, krass, yo, yo, check, 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 was ihr vernennt, ist Jugo-Rap. Ich stiche ab, ich schlone drei, am liebsten auf der Kutti MC. Hey, du Bitch, du geile Schlampe, holst mir Bier und kraulst mit Wampe. Tust bei den nächsten Wahlen die Linke wählen, dann schafft's mich nicht aus und ich kann weiter die geile Schweizer Schlampe quälen. Du, da könnte ich was zum Giacomo mit dem, das ist lustig. Guten Abend miteinander, mein Name ist Ursula Stemmer-Horst. Ich bin die Polizeidirektorin von Luzern. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier bin und nicht Esther Maurer aus Zürich. Stimmt. Ich habe die Inhaftierung harmloser Aktivisten und deren sexuelle Demütigung in Zivilschutzkellern während der Euro-Auslosung in Luzern zu verantworten. Was wollt ihr von mir? Soll ich? Für den Einsatz gilt die sogenannte 3D-Strategie. Dialog, Deeskalation, Durchgreifen. Die Polizisten sollen mit Fans, Besuchern und Anwohnern zuerst reden, dann Konflikte entschärfen und erst zuletzt gegen Krawallmacher, Hooligans und Straftäter mit Gewalt vorgehen. Vorbild für die Strategie ist der Polizeieinsatz an der WM 2006 in Deutschland. Will der junge Mensch seine Welt verändern, hat er nur die Möglichkeit, sich zu engagieren.
Da die Verhältnisse allerdings von der unsichtbaren Aristokratie und ihren sichtbaren Helfern in der Bourgeoisie definiert werden, kann der junge Mensch, insofern er sich entscheidet, sich in die Politik zu begeben, dies nur als kompromissbereiter Realpolitiker tun. Nun aber stellt sich ihm das Problem, dass man als kompromissbereiter Realpolitiker verdammt wenig Pussy kriegt. Oder dick. Oder was auch immer. Was tut der junge Mensch, wenn er auch als kompromissbereiter Realpolitiker glänzen will? Ja eben. Glänzen. Als Paradiesvogel. Der Sozialdemokrat Elmar Ledergerber. Elmar, ich mag dich zwar nicht, aber trotzdem. Der Sozialdemokrat Klaus Wowereit. Sozialdemokratin Doris Bures. Der Motorradfahrer Sozialdemokrat Kurt Flecker. Der Sozialdemokrat Alfred Gusenbauer. Der Sozialdemokrat Alexander Czapet. Wer? Der Stadtpräsident von Bern. Wo? Von Bern!